Hallo Leute, wie ihr hier seht, haben 72% unserer Zuschauer uns noch nicht abonniert. Also wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns und jetzt geht's los mit dem Video. Digga. Ja, da müssen wir einen Meter nach hinten gehen. Breit? Ja, ich werde wieder viel Spaß haben beim Cutten, Digga. Breit? Was lasse ich drin? Komm jetzt. Moin Leute, willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind die Jugendlandwirte, ich bin Linus und das ist Nelio. Moin. So, dann nehmen wir euch mal hier von unserem krassen Stativ runter. Wir haben drei neue Säcke Einstreu gekauft. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber der Trecker läuft mal wieder endlich seit langem. Wir ziehen schon mal. Es ist relativ kalt mittlerweile auch geworden. Auf jeden Fall kälter als im letzten Video, obwohl es letztes Mal geschneit hat. Nein, es ist wieder wärmer. Wir haben 6 Grad. Für mir kommt es kälter vor. Trecker geht wieder. Wir müssten heute aus und. Ist der Anhänger schon dran? Ja. Genau, Leute. So, hier ist er, der Trecker. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Klingt irgendwie nicht so gesund. da seht ihr noch unsere... Mach mal auf. Da seht ihr noch die Setzmaschine. Und genau. Hier sind auch die ganzen Anbaugeräte, die wir auch im letzten Video geholt haben. Denkt man, hört nichts. Wahrscheinlich nicht. Wenn nicht, dann spricht der Nelio das nach. Ja, genau. Wir fahren dann jetzt mal los. Oh Leute, jetzt laden wir das hier gerade ab. Da hinten sind die Hühner, ja genau, beziehungsweise Linus. So, also wir wollen heute den Auslauf auf jeden Fall auch sauber machen, weil der muss ja auch immer mal sauber gemacht werden. Und wenn ja, wir hier kommt alles raus. Ah, ja. Da liegt noch ein Ei. Ist hier drin noch eins. Wir könnten mal neue Legenester gebrauchen, würde ich sagen. Boah. Das Ei kommt, das legen wir hier hin, dass wir das nicht kaputt geht. Zack. Das hier müssen wir auch noch fertig machen. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Nochmal ein neues Gitter oben drauf, weil das war nur so lockeres und das ist nach einer Zeit auch kaputt gegangen. Und genau, also wenn wir ausmisten, ist natürlich erstmal wichtig, alles raus. Ich verstehe das nicht. Also, die haben ja sozusagen, also das ist ja kein Riesenunterschied, ne? Das ist schon kleiner als das. Ja doch. Aber. Das hier ist schon wieder fast leer. Ich habe es gestern aufgefüllt. Und das ist halt irgendwie. Ich weiß nicht, warum die das aber mehr. Wahrscheinlich weil die Küken da, also die kleineren, auch mehr dran essen bestimmt. Das kannst du ja mal zeigen, die Küken, beziehungsweise mittlerweile ja, die Halbstarken. Die Küken. Die Halbstarken sind so groß geworden. Die sind schon so riesig jetzt mittlerweile. Da ist Sonic. Und wir haben ja jetzt drei Hähne dazwischen. Das erkennt man auch sehr gut. Aber ja. Man kann mittlerweile sozusagen die
Küken Hennen gar nicht mehr richtig unterscheiden. Also, ja, da so ein bisschen kleiner, ne? Also. Man erkennt es aber. Und das Fell auch noch ein bisschen anders. Ja, aber das es ist schon echt viele. Wenn man jetzt so als Laie sozusagen dahin geht, ich würde es nicht unterscheiden können. Aber nee. Man sieht schon die Hähne, die sind schon fast so groß wie Sonic. Oh. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, natürlich müssen erstmal alle Utensilien sozusagen, die da drin sind, müssen natürlich erstmal raus. Und wichtig ist bei solchen, heißt das Unterdruck oder Vakuumpumpen, Tränken, ja, man muss das hier zumachen, dass das Wasser nicht rauslaufen kann. Und dann nehmen wir das hier raus. So. Perfekt. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine Timelapse, oder? Wie wir das hier rausschaufeln alles. Würde ich auch sagen. Oder? Und einen Anhänger schaufeln. Wie ihr seht, der Hänger ist voll, das Haus ist leer und ja, jetzt machen wir das hier wieder rein. Linus hat gerade noch eine Hake geholt und ja, jetzt würde ich sagen, packen wir euch hier rauf und dann seht ihr eine Timelapse, wie wir das voll machen. Das hier sieht alles wieder schnieke aus. Ich habe jetzt mal nur sicherheitshalber hier keinen Platz zwischen gelassen und hier passt auch kein richtiges dickes Huhn durch. Weil die haben immer zwischen die Dinger Eier gelegt. Jetzt werden die wahrscheinlich dahin legen, aber das ist in Ordnung, weil die da nicht mehr dazwischen legen. Ich hoffe, die legen jetzt in das eine oder in das andere Nest. Das hier sieht wieder gut aus. Das auch perfekt. Wir füllen aber die Futter noch, das Futter nochmal nach, dass ich das nicht alleine machen muss, wenn der jetzt nicht da ist. Das habe ich euch schon gezeigt. Das ist ja sowieso schon wieder leer, so gut wie. Aber das machen wir gleich erst. Wir holen jetzt einmal schnell die Pferde und das können wir euch eigentlich auch zeigen. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt gerade wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich das, wo wir die Pferde geholt haben, wie viel ich da mit reingenommen habe. Vielleicht habe ich auch gar nichts mit reingenommen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Und ja, fahren jetzt eigentlich den Mist nur weg. Und dann würde ich eigentlich sagen, machen wir Laub, oder nicht? Ja. Ja, ne? Eigentlich nicht vergessen. Eigentlich schon. Ja. Wir haben jetzt schon ausgemistet, alles frisch. Waren wir eben, glaube ich, auch schon mal Zeit, oder? Ja, aber wie gesagt, wir müssen noch einmal das Futter. Hier sind die kleinen Hähne, sieht man jetzt sehr gut. Wir müssen trotzdem noch einmal das Futter nachfüllen. Und ja, noch einmal Futter nachfüllen. Und dann geht das. Und dann machen wir Laub. Würde ich auch so sagen, oder? So, für alle, die sich gefragt haben, was wir füttern, das jetzt mal nach, würde ich sagen. So. Also ich mache immer Maßstab sozusagen 1 zu 1. So, das ist dann schon voll. Und dann habe ich noch so eine kleine Schippe. Und damit mache ich dann noch hier die Ränder sozusagen. Einmal. Das fülle ich dann auch noch einmal nach. Dass das hier schön voll ist, dass ich das erst in einer Woche oder sowas wieder nachfüllen muss. Und nicht jeden Tag die ganze Zeit beim Hühnerstall Patrouille stehen muss, bis das dann leer ist und ich schnell losrennen darf und es wieder voll machen sozusagen. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, das fressen die ungerne, was ich euch hier gezeigt habe, dieses Kieselgriet oder wie das heißt, ne? Kieselgriet, ja. Hier. Klassik Mineralgriet. Das mögen die nicht. Das haben die ausgelassen, das haben die nicht gegessen. Komm, probier ich immer weg. Und ja, übrigens Leute, falls ihr es schon bemerkt habt, wir haben jetzt in unserer Videobeschreibung haben wir jetzt affiliate Links eingerichtet.
Also darüber bekommen wir eine kleine Provision, wenn ihr darüber was bestellt. Bis zu 10%, also zwischen. Genau, und ihr bezahlt nicht mehr. Aber wir kriegen eine kleine Provision. Also wenn euch was interessiert, was wir für eine Kamera haben, was wir für ein Mikrofon haben, ob wir WD-40 haben. Genau, WD-40 ist da unter anderem drin. Was für Schraubenschlüssel wir haben. Guckt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, und wenn ihr euch das auch bestellen wollt, bestellt es über unseren Link, dann werdet ihr ganz normal, das ist wirklich ganz normal, also das ist, ihr werdet nicht auf irgendeine Website geleitet. Bei Amazon. Genau, das ist bei Amazon. Da werdet ihr dann hingeleitet. Dann könnt ihr da einfach euren Einkaufswagen packen, ihr bezahlt nicht mehr. Aber wie gesagt, was Nelio auch schon jetzt gesagt hat, wir kriegen halt eine kleine Provision ab, und da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr etwas von unseren Sachen wollt, die wir hier benutzen, dann bestellt über unseren Link. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Leute, die das dann vielleicht tun. Ich natürlich auch. Nee, natürlich auch. Wenn das Video rauskommt, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, dann werdet ihr zu Patreon geleitet, und dann könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, natürlich auch etwas Kleines spenden, dass wir uns neue Maschinen kaufen können oder sowas. Das reicht, also ihr habt keinen Mindestbetrag, den ihr spenden müsst. Das reicht, wenn ihr uns einen Cent oder sowas spendet. Das geht alles. Dann gibt es vielleicht für die, die uns was spenden, irgendwelche extra Videos, die wir nicht auf YouTube hochgeladen haben oder sowas. Also wenn ihr da was habt, wenn ihr Geld für uns übrig habt sozusagen, dann könnt ihr jetzt unten auf den Link klicken und uns... Eventuell haben wir es dann schon. Ja, ich denke, bis dahin habe ich das eingerichtet. Und dann könnt ihr uns eine kleine Spende da lassen. Auch da bedanke und, ich mich im Voraus, wenn das jemand macht. Ja, oder halt über unseren affiliierten Link auch genau. Was bestellen. So, bezahlt ihr, wie gesagt, nicht mehr. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zu den Hühnern. Na Leute, wir haben hier jetzt alles aufgeladen, glühen gerade vor. Und ja, fahren jetzt und bringen das Zeug weg. Wir machen jetzt eigentlich Laub, aber davor hatte ich ja gesagt, wir wollen eigentlich auch noch den Hühnerstall zu Ende renovieren sozusagen. Machen wir danach Laub. Genau, und dann machen wir danach Laub. Also wir machen jetzt das erstmal. Natürlich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ja, und lasst ein Abo da, die Glocke aktivieren. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.